Was soll Leute, hier ist wieder etwas kleines über Let's Play Assassin's Creed Revelations. Im letzten Part haben wir etwas über die Bombenherstellung gelernt, werden auch nur die Grundlagen. Und jetzt suchen wir einen, wie war das noch? Einen Typen auf halt einfach. Und den werden wir zu den Assassinenschlüssel von Masyaf, also zur, nicht Masyaf, sondern Alter Irs Bibliothek aufsuchen. Ist ja ein Masyaf. Und gleichzeitig könnten wir von ihm, hat Yusuf jedenfalls gesagt, auch noch weiteres über die Bombenherstellung lernen. Bams. Bumm! Stoßt euch nicht um! Alter! Ah! Ich wollte doch nur nach Hause gehen. Bams. Ich liebe es einfach. Bams. Hört auf! Was ist los mit euch? Ich hab Spaß! Lasse ich mir! Yay! Yay! Oh geil, ich bin ein Spielkind. Egal. Was haben wir hier? Was war das für ein Ding? Okay. Zum Untersuchen drücken, Diebesgilde. Ha? Huh? Ja, tatsächlich, Diebesgilde. Gibt dort einige Ziele. Bla bla bla. Aber hier drin? Hm. Und man kann da nicht einfach durch bloßes Mauernklettern hin. Hm, doch. Da ist jetzt ein Bombensymbol auf der Karte. Was hat das zu bedeuten? Schon gut, bitte tut mir nichts. Ich gehe. Ach, gut. Bombenherstellungsstand. Gleich neben Assassinen-Dings. Okay, was ich jetzt will, ist mein Auftrags. Ach, das ist doch auf der Karte markiert. Ich. Gut. Dann werden wir eben jenes aussuchen. Bams, Bams, Bams. Ich verliere ihn. Das ist auch ganz gut so. Wow, Zensur. Was geht hier vor? Und am Ende der Zensur steht ein Ezio, der aus irgendeinem unerfindlichen Grund alle umgebracht hat und dabei noch eine Kanone abgefeuert hat. Meine Güte, was ist passiert? Du musst sterben, Dieb. Früher hat Ezio das nicht davon abgehalten, weiter zu plündern. Wop. Na. Ah. Wow. Der schlägt schnell. Bams, dich besiegen wir. Autsch. Lass ihn bloß nicht hängen. So, jetzt nochmal großer. Was hattest du so im Gepäck? Nur 23? Wer von euch hat denn die wertvollsten Sachen? Ich ging immer davon aus, dass es der gepanzertste ist. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Mission an Priester angreifen war erfolgreich. Hm. Ich habe einen Priester angegriffen. Okay. Hey, darauf muss ich doch draufklettern können, oder? Brrr. Fragen über Fragen. Tja. Hey, du stehst da schon so angeboten. Schade. Ich wollte das mit dem machen. Bams. Okay. Das ist doch Respekt. Respekt vor der Hakenklinge. Ah, na klar, Milady. Bams. Bams. Das sah komisch aus. Bams. 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 Ich verschwinde von hier. Was zur? Bams. Und? Wann kämpfen wir doch hier mal? Vier Stück? Habe ich wirklich so viele umgebracht? Das kann doch gar nicht sein. Ich erinnere mich gar nicht daran. Dabei ist es gerade erst geschehen. Oder auch nicht. Ist das denn geschehen? Nun ja, lassen wir die. Ich kann jetzt nicht alle immer ausrauben.
Let's Play kann ich das einfach nicht bringen. Es dauert viel zu lange und ist langweilig. So, gehen wir jetzt endlich zum Auftragsziel. So, klopf, klopf. Piri Reis, ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis, hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie, er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nikolopoulos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polofaktorei. Westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Okay. Gut, also wenn ich was von ihm will, dann muss ich jetzt hier hingehen oder zu ihm. Sprechen. Zu ihm gehen. Also was hat er dann? Schießpulver, arabisches Pulver, indisches Pulver. Na, jetzt hier jetzt nicht so viel. Naja, gut. Und das? Erzählt mir von euren Spezialhülsen. Nun, ich habe einige klebrige Harzbeutel. Mein Onkel Kemal war sehr angetan davon. Während Bayezids Krieg gegen Venezia war er Kapitän der osmanischen Marine. Er mochte die Harzbomben, weil sie an fast allen Flächen haften. Am Rumpf von großen Schiffen zum Beispiel. Ich verlor viele Freunde in diesem Krieg. Wie wir alle, Ezio. Und wegen dieses Krieges wurde ich ein Assassine. Ich hasse die künstlichen Grenzen, die unsere Herrscher zwischen Völkern errichten. Wir führen Krieg gegen den Krieg. Eine traurige Ironie. Es wird immer Ironie bleiben, Evet. Doch eines Tages vielleicht nicht mehr so traurig. Setzt es weise ein. Danke. Lernen Sie die Haftbombe richtig einzusetzen, indem Sie drei Ziele im Sicherheitsbereich unbemerkt eliminieren. Volle Synchronisation nicht entdeckt werden. Haftbomben. Wieso lädt er denn eigentlich immer so lange? Splitterbomben. Splitterbomben. Das sind keine Splitterbomben, das sind Splitterbomben. Stehe ich so nicht ein. Checkpoint erreicht. Drei Ziele eliminieren. Die Patrouillewache als Ziel erfassen und die Bombe treffen. Okay. Fünf Wachen mit einer einzigen Bombe eliminieren. Bombenherausforderung Satz 1 beendet. Aus dem Gebiet entkommen. Hätte ich schneller gelesen, hätte ich volle Synchronisation erreicht. Aber egal. Ups. Ausgerechnet den Zivilisten ersteche ich. Wow. Das wagt ihr nicht. Hat er mich gerade erschossen? Wow. Wow. Okay. Und dann aus dem Gebiet entkommen. Gut.
Na, 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 na. So einfach war es eigentlich. So. Volle Synchronisation ist ja auch egal. Volle Synchronisation wird überbewertet. 100% wird überbewertet. Habt Spaß im Spiel, Leute. Mehr sage ich euch nicht. Mehr will der Spieleentwickler auch gar nicht. Ich sollte mich an seinem Werk freuen. Möglichst alles entdecken, klar. Aber die Hauptsache ist, dass ihr Spaß daran habt. Das würde ich jedenfalls wollen, wenn ich Spiele entwickeln würde. Natürlich habe ich die. Immerhin weiß ich, wie viel Spaß es mir macht zu zocken. Dementsprechend, wenn ich ein Spiel entwickeln würde, würde ich wissen wollen, dass derjenige, der es spielt, genauso viel Spaß daran hat, wie ich, während ich Spiele spiele. Was haben wir hier? Arzt. Wir machen mal einen Arzt. Dieses Gebäude steht immer... Ach, der Templerfeste. Warte mal. Welcher Templerfeste? Da hinten? Die hat aber einen riesigen Einflussbereich. Ich würde mal sagen, wir starten einen Angriff, hä? Was meint ihr, Leute? Einfach nur so zum Spaß. Ein merkwürdiger alter Mann. Der sich teleportieren kann. Und für diese Worte wirst du sterben. Ein Aquädukt. Nett. Und das Gebäude da hinten sieht eigentlich auch recht interessant aus. Flop. Gut, ich wollte nur hier Dings nicht Leben verlieren. Okay. Oh, ich liebe das. Bin ich jetzt der Übertreiber schlechthin schon wieder? Und Bams. Ich glaube, ich habe es wieder übertrieben. Was haben wir hier? Fraktionsgebäude. Dieses Gebäude steht im Einflussbereich der Tempelfestung, kann nicht in Ort werden. Dann killen wir endlich diese verdammte Templerfeste. All we gotta do for it is to locate the Templar Hauptmann. Ach ja, noch so ein Irrer. Das Kompliment gebe ich gerne zurück, alte Verrückte. Warum? Keine Ahnung. Ist halt so. Gut. Ich wurde in... Wovon wurde ich entdeckt? Ah. Oh. Gleich ist er in Reichweite der Schützen. Ach, scheiß drauf auf die Schützen. Du wirst gerade von meinem Assassinenkumpel getötet. Okay. Dich werde ich mir persönlich vornehmen. Hast du denn wenigstens was dabei, was mir beim weiteren Vorstoßen helfen könnte? Ein bisschen Gold nehme ich gerne und dankend an, werter Herr. Moment mal. Husten erlaube ich dennoch nicht im Let's Play. Jedenfalls nicht bei laufendem Mikro. Okay. Lokalisieren. Es sind nur rote. Irgendwo muss der Hauptmann stecken. Da hinten? So wie ich das sehe, habe ich seine Fußspuren hier. Dort? Na los, scannen. Ihr nicht. So. Autsch. Gib mir gefälligst meine helle Bade. Wow, sind das viele. Bams. Und. Zack. Wow. Ich will nicht sterben. Es ist besser, ich verschwinde hier. Autsch. Autsch. Wann hört das Morden endlich auf? Ich verschwinde. Oh. Das war ein Headshot, oder? Das war ein sauberer... Naja, nicht ganz. Zack. Aus dem Weg. Ansonsten werde ich nämlich wieder werfwütig. Damit will ich nichts zu tun haben. Ist auch besser so. Werte Mademoiselle.
So, noch ein bisschen Gold und jetzt will ich aber wirklich mal den Fußspuren des Ach so, hier entlang. Gut, dann hier lang.